Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Woche kommt ein Kriegsfilm ins Kino, der ist total groß, da haben viele wichtige Menschen dran gearbeitet und er trägt den Titel Midway. Viele wichtige Menschen haben diesen Film hier auch besprochen, denn das sind namentlich Christopher, Steffen und René von René's Nerdcave, der jetzt auch vermehrt viele Beiträge beim Telestammtisch abliefert. Die drei haben sich für uns in die Pressevorführung begeben und über diesen Film gesprochen. Ich weiß, dass René sich auch noch ein bisschen was zur Geschichte angelesen hat. Und wir können gespannt sein, was wir uns zu diesem Film und dem Gesamtwerk, das dahinter steckt und eben vielleicht auch dem geschichtlichen Ereignis zu sagen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Im Niemandsland. Den haben Eva und ebenfalls René miteinander ja eben besprochen. Das ist ein Film, zu dem ich gar nicht viel sagen kann, außer dass wir lange keinen Trailer hatten. Der ist wohl erst recht spät fertig geworden. Weitere Details in der Besprechung. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung zum Film 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist, glaube ich, ein Drama, aber auch da bin ich mir gar nicht so genau sicher. Wir müssen also schon Nick und Till lauschen, wenn wir genaueres zu dem Film wissen wollen, der eben jetzt auch in dieser Woche in den Kinos startet. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, wie ihr die Besprechung fandet, wie ihr gegebenenfalls auch die Filme fandet, wenn ihr sie gesehen habt, ob ihr in einzelnen Punkten der Bewertungen eben mit uns konform geht oder ob ihr da komplett anderer Meinung seid. Ballert das mal in die Kommentare. Und wir würden uns ebenfalls freuen, wenn ihr uns bewertet. Das könnt ihr unter anderem tun bei Apple Podcasts, bei Facebook, bei Fit, bei Podcast.de, bei Google und bei vielen weiteren Plattformen. Das wäre total gut, denn wenn ihr den Telestammtisch bewertet, ihr wisst das doch, dann tauchen wir in entsprechenden Charts auf und das ist echt gut, weil dann kriegen vielleicht noch ein paar mehr Leute mit, was wir hier die ganze Zeit so veranstalten. Denn ihr wisst ja, wir versuchen möglichst alle Filmstarts, die in Deutschland so ins Rennen gehen, zu besprechen. Das sind eine ganze Menge und wir haben in dieser Woche auch tatsächlich nicht alle besprochen. Mit immerhin 15 Neustarts, die wir besprechen, ist das immer schon noch ein Rekord, muss man sagen. Ich glaube, 15 hatten wir noch nicht. Und es gibt trotzdem noch eine ganze Menge mehr Filme, die ins Kino kommen, was daran liegt, dass diese Woche wohl extrem viele Dokus starten. Die haben wir uns jetzt nicht alle geben können. Da haben wir einfach trotz fast 40 Leuten in der Redaktion einfach nicht die Manpower für oder ja, oder Womanpower, je nachdem, wie man möchte. Und so müssen wir einfach aussortieren. Wir haben hier jetzt nicht jede Doku angeschrieben. Falls es da eine Dokumentation gibt, von der ihr der Meinung seid, wir sollten sie unbedingt besprechen, meldet euch nochmal. Vielleicht können wir das nachträglich nochmal in irgendeiner Form organisieren. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Heute wird es kriegerisch. Ich bin Steffen und bei mir sind der Christopher. Hallo, hallo. Und der René. Hey. Genau. Und wir haben uns in dieser Woche den neuen Kracher, möchte ich es mal nennen, von Roland Emmerich angeguckt. Den Film Midway, in dem es um die gleichnamige Schlacht während des Zweiten Weltkriegs geht. Und Christopher hat mal so ein paar Daten für euch. Wie schon erwähnt, Regie Roland Emmerich. Die Musik wurde komponiert von seinem guten Freund Harald Kloser. Die Kamera übernahm Robbie Baumgartner. Das Drehbuch wurde geschrieben von Will Took. Und die Darsteller sind Luke Evans, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Ed Skrein, Nick Jonas und Mandy Moore. 1942, 6 Monate nachdem die Japaner Pearl Harbor attackiert hatten, kämpfen sie gegen die Amerikaner bei den Midway-Inseln. Die Schlacht dauert 4 Tage an und läutet die Wende im Pazifikkrieg ein. Die Amerikaner gewannen die Oberhand. Das so die Rahmenhandlung grob zusammengefasst. Alles in allem ist der Film sehr episodisch strukturiert. Er springt immer hin und her zwischen den tatsächlichen Kämpfen in der Luft und auch den Kommandeuren auf den Flugzeugträgern, den Schiffen. Nimmt sich auch mal kurz Zeit, das Privatleben einzelner Soldaten zu thematisieren, wie sie zu Hause sind bei ihren Frauen, wie sie auch ihre Freizeit verbringen mit der Familie. Und auch natürlich sieht man die japanische Seite. Man sieht deren Generäle, deren Soldaten, wie die im Verhältnis zueinander stehen, was für Entscheidungen sie treffen müssen. Genau. Tatsächlich ist die Schlacht um Midway eine der größten gewesen, die damals im Zweiten Weltkrieg auf beziehungsweise Übersee stattgefunden haben. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht um die Schlacht um Midway. Die ist, wie bereits erwähnt, 4 Tage lang gewesen. Dabei gab es auf Seiten der US-Amerikaner gezählte 307 Tote und 98 verlorene Flugzeuge.
Auf Seite der Japaner gab es ganze 3057. Das ist zumindest die offizielle Anzahl toter Soldaten und circa 300 Trägerflugzeuge, die abgeschossen worden sind. Für Enthusiasten, was Flugzeuge angeht, die im Film gezeigten Flugzeuge sind tatsächlich dieselben, die damals auch verwendet worden sind. Da handelt es sich auf Seite der Amerikaner um die sogenannten Douglas SBD-5 Dauntless, waren damals zu der Zeit so die gängigen Flugzeuge für solche Manöver. Der Kurzbegriff ist für einige vielleicht gängig. STUKAS steht für Sturzkampfflugzeuge. Glücklicherweise wurde das im Film nicht jedes Mal komplett ausgesprochen. Und wer den Film guckt und danach vielleicht Lust hat, sich weiter um den Pazifikkrieg schlau zu machen, da würde ich die Serie mit Tom Hanks empfehlen, nämlich The Pacific. Denn die Midway-Schlacht hat damit auch die Schlacht auf den sogenannten Guadalcanal eingeführt. Ja, soweit die Fakten. Der Film gibt sich in seiner Inszenierung schon sehr, wie soll man sagen, er schreibt sich auf die Fahne, dass das alles historisch sehr akkurat ist, so möchte er sich präsentieren. Es soll kein schneidiges Kriegsabenteuer werden, es hat natürlich hier auch die humanen Momente, die drin sein müssen, aber er gibt sich schon sehr, sehr authentisch, was man vor allen Dingen ganz am Ende daran sehen kann, wenn dann irgendwie eingeblendet wird, was aus all den Beteiligten wurde. Weil alle Charaktere, die wir hier haben, sind nicht erfunden. Sie sind echte Soldaten aus dieser Zeit. Und man bekommt dann am Ende durch kurze Schrifttafeln irgendwie eine Zusammenfassung ihres Lebens danach geschildert. Und obwohl Emmerich hier ernstere Töne anschlägt, bleibt er doch sich selbst treu. Es ist die typische Handschrift von Roland Emmerich in der Inszenierung, auch vor allen Dingen, was die Figuren betrifft und wie sie miteinander interagieren. Die Witze, die sie reißen, wie sie gestrickt sind, was für Sachen sie aufsagen, sind sie mal pathetisch, sind sie mal lustig. Ich fand, Emmerich bleibt doch Emmerich bei allem, was er anpackt. Ja, seht ihr das hier als Vor- oder als Nachteil? Ich habe so ein bisschen so die Emmerich-Formel entdeckt, die er damals schon bei Independence Day verwendet hat. Da gibt's also Szenen, die fast deckungsgleich in Independence Day drin sind. Ich habe ihn ja seit Godzilla so ein bisschen gefressen. Ich bin ja ein großer Kaiju-Fan. Also er hat ja bei mir zumindest keinen guten Stand. Und nach der doch etwas durchwachsenen Fortsetzung von Independence Day habe ich jetzt doch mit Spannung im Kino gesessen, um zu erfahren, wie er diesen Film jetzt anpackt. Und ich fand es doch ein bisschen seltsam. Also das ist nach allen Regeln der Kunst sehr formelhafter Kriegsfilm mit allen Aufs und Abs, die so ein Kriegsfilm eben mit sich bringt. So, ja, der Krieg ist eigentlich so gut wie gewonnen, wir ziehen uns eigentlich schon zurück und dann kommen die Japaner doch noch mal um die Ecke. Und daraus entspinnt sich dann so der restliche Konflikt und dann gibt's mal wieder so einen kleinen Rückschlag und dann müssen wir dies machen. Also es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, was so das Erzählerische angeht. Also klar, man muss sich da irgendwo an die Fakten halten, der Sachen, die da passiert sind. Ich weiß nicht, wie viel jetzt im Detail dazu erfunden worden ist, um die Dramatisierung ein bisschen spannender zu machen. Aber so vom ganzen Aufbau war es doch sehr, sehr formelhaft, muss ich sagen. Da bin ich ganz bei dir. Ich fand auch, diese Struktur, die der Film an den Tag gelegt hatte, hat ihm einerseits sehr viel Dynamik gegeben, dieses leicht episodenhafte, also diese Laufzeit von 2 Stunden, 20 Minuten, die fühlt sich nicht so lange an. Ich fand ihn schon relativ kurzweilig, nur es hätte ihm besser gut getan, wenn man sich hier meiner Meinung nach auf einen Protagonisten konzentriert hätte. Das hätte einen emotional mehr mitgenommen und es hätte einen mehr berührt, was ihm passiert wäre. So werden doch alle hier relativ oberflächlich abgehandelt, so wie es war, fand ich. Ja, wobei, also ich finde, die Darsteller agieren zu jeder Zeit glaubhaft. An Storysträngen hinzugedichtet wurden, glaube ich, nicht so viele. Höchstens vielleicht der Charakter von Nick Jonas. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass sich das vielleicht genauso abgespielt hat. Aber ansonsten, wie ja auch angesprochen, der Film gibt sich historisch akkurat. Das machen leider auch nicht alle Kriegsfilme. Von daher für mich schon mal ein Pluspunkt. Ansonsten, was mich
ein wenig gestört hat, das hat man relativ schnell im Film gesehen. Ich fand die CGIs, die waren teilweise too much. Also da hätte ich gerne mehr Natürliches gesehen. Allerdings habe ich eben rausgefunden, dass das Budget des Films laut Google 59,5 Millionen Dollar waren. Das könnte es vielleicht erklären, warum die CGIs teilweise nicht so schön aussahen, wie ich es jetzt vielleicht erhofft hätte. Allerdings muss ich da wieder sagen, in den Kampfsequenzen, gerade von den Flugzeugen und alles, da sah es dann doch schon wieder sehr gut aus. Was mich irgendwann halt gestört hat, waren gar nicht mehr so die CGI-Effekte. Daran gewöhnt man sich irgendwann, so an diese Optik des Filmes. Mich hat irgendwann optisch nur noch gestört, dass halt ein Kampf aussah wie der andere. Also noch ein Flugzeugträger, noch so ein Durcheinanderfliegen von ja, Rauchwolken und Flugzeugen und Explosionen. Man wusste eigentlich gar nicht so richtig, wer jetzt wer ist. Also klar, du sagtest am Anfang schon, dass so Flugzeugfans sich wahrscheinlich freuen werden, weil es so akkurat ist. Ich habe da kaum Unterschiede gesehen. Und das hat mich dann, also im Grunde genommen, die letzte halbe Stunde ist ja eine durchgehende Kampfsequenz. Da passiert ja kaum was anderes. Und das zieht sich dann einfach, wenn man nicht wirklich weiß, wer von diesen grauen Matschflecken ist jetzt eigentlich einer von den, in Anführungszeichen, Guten oder Bösen. Ne? Oder wer ist Amerikaner, wer ist Japaner, so in dem Sinne. Also mit wem, bei welcher Explosion eines Flugzeugs muss ich jetzt das schlimm finden, dass der stirbt oder so, ne? Ja, da kommt wieder das ins Spiel, dass wir die Charaktere nicht wirklich gut kennengelernt haben. Ed Skrines Charakter zum Beispiel, man weiß von ihm, dass er eine Frau zu Hause und eine kleine Tochter hat. Und wenn man dann sieht, wie tollkühn er dann da sich in das Geschehen stürzt, das hat einen noch am ehesten mitgenommen. Aber bei allen anderen dann, da war es schon schwierig mitzugehen. Und ja, es war eigentlich nur ein endloses Bombardieren von Flugzeugträgern. Da war es wirklich schwierig, ein bisschen Abwechslung mit ins Spiel zu bringen. Nur die CGI komischerweise hat gerade in den aufwendigen Action-Set-Pieces für mich doch funktioniert. Sie sah immer nur dann ein bisschen schwach aus, wenn es irgendwie um Hintergründe ging. Ich denke mal, man hat all die Aufmerksamkeit und auch die Ressourcen, die man hatte, gerade eben in die großen Schlachten gesteckt, damit das gut aussah. Und CGI-Szenen, die nicht so wichtig waren, hat man dann eben auch nicht so gut gerendert, wie man es hätte rendern konnte, weil man das als nebensächlich empfand. Ich war tatsächlich auch überrascht, dass der Film so viel Zeit in der Luft verbringt. Also ich hätte tatsächlich erwartet, dass man vielleicht auch noch ein wenig mehr Bodenkampf oder so sieht. Oder ja, Vorbereitung vielleicht auf den einzelnen Kriegsschiffen. Aber der Punkt, dass alle Schlachten gleich aussehen, es ist natürlich auch schwierig, die Schlachten optisch anders darzustellen, weil man muss jetzt überlegen, es spielt auf hoher See, Flugzeugträger und Flugzeuge. Da bleibt jetzt nicht so viel Platz für optische Anpassung, wie es vielleicht in einem Bodenkampf der Fall wäre, durch verschiedene Bereiche, sei es jetzt Wüste, Dschungel, whatever. Von daher finde ich es dahingehend schon in Ordnung, das angesprochene Durcheinander in der Luft. Tatsächlich waren die Schlachten auch früher ein großes Durcheinander. Da kam es dann tatsächlich auch öfters mal dazu, dass ja, Friendly Fire herrschte, weil man vielleicht die Markierung auf dem Flugzeug nicht mehr erkannt hat oder weil man sich aus Versehen an den Falschen geheftet hat. Also von dem Standpunkt aus würde ich es dem Film jetzt nicht ankreiden. Ja, es sah schon gut aus, das stimmt. Und es war so dargestellt, wie man es wahrscheinlich auch damals gesehen hat. Nur da kommt wohl um Emmerichs Inszenierung ins Spiel, die dann einfach nicht so überzeugen konnte. Die Schlachten waren schon in Ordnung. Nur wenn ich jetzt mal an zum Beispiel Christopher Nolans Dunkirk denke, diese Intensität, diese Spannungskurve, die sich weiter anzieht, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt wird es knapp und diesen Leuten legt sich da die Schlinge um den Hals, das kam hier nie so richtig durch. Die Inszenierung war zwar in dem Sinne technisch sauber, dass man jederzeit verstehen konnte, wer war wo, was stand auf dem Spiel und für wen wird es jetzt kompliziert, aber es war nie wirklich so, dass man da saß und sich die Nägel kaute, weil es wirklich so intensiv wurde und man sich gefragt hat, wer kommt da jetzt wieder heil raus. Emmerich hat da einfach irgendwie nicht die Raffinesse und die Klasse in der Inszenierung. Und da sieht man eben, dass er nach wie vor darauf setzt, die Sinne zu überwältigen, Bombast abzuliefern, zu beeindrucken. Das war immer sein Metier und das bleibt auch sein Metier hier, nur
das ist hier einfach die falsche Herangehensweise. Es hätte mehr Suspense gebraucht. Es hätte einfach mehr Situationen gebraucht, die richtig brenzlig und unangenehm werden. Weil so generiert man hier Spannung daraus. Weil wenn man eben nur auf diese Bombast-Inszenierung setzt, das klappt für Filme, wo man Dinge sieht, die man normalerweise nicht kennt aus dem Alltag, Science Fiction, Fantasy und so weiter. Aber man kennt Krieg, auch wenn man nicht dabei war, man weiß, wie es abläuft, und da ist diese Herangehensweise, Spektakel liefern zu wollen, hier einfach ein bisschen deplatziert. Also ich finde schon, dass der Film Spannung liefert, aber eben eher an den Szenen, wo der Krieg eben nicht in der Luft passiert. Also gerade dieser ganze Geheimdienstplot, der da noch stattfindet, also da, wo Funksprüche abgehört werden und dann so, ich würde es fast mit Zodiac vergleichen, dann so dieser Code dechiffriert wird. Das ist tatsächlich so ein Moment, wo dann so der letzte Hinweis kommt, jetzt haben wir dann auch von Washington aus den Befehl, jetzt können wir dann auch mal richtig loslegen. So, das war ein Moment, und auch so dieser Subplot, der hat mich wirklich gefesselt. Also das ist auch ein spannendes Thema einfach, wie damals angefangen worden ist, so an Krieg und Konflikte ranzugehen und eben nicht nur mit Waffengewalt, sondern wo wirklich versucht wurde, den Feind mit seiner eigenen Dummheit ein Stück weit zu besiegen. Also das war schon in Ordnung. Also der Film hat Aspekte, die wirklich so die 2 Stunden auch tragen. Und da fällt garantiert auch so das Spiel der einzelnen Darsteller mit hinein. Also die reißen das schon. Also Luke Evans hat eine Präsenz. Ich hätte nicht gedacht, dass einer von den Jonas Brothers mich irgendwie an die Leinwand fesseln kann. Das hätte ich so nicht gedacht. Also das haben die echt alle solide hingekriegt. Ja, die Darsteller haben da ihr Bestes getan, in dem Rahmen, in dem sie agieren mussten. Wie es natürlich bei einem Kriegsdrama aus dieser Zeit ist, kommen die Frauenrollen hier etwas zu kurz, aber das geht ja auch nicht anders. Ich war nur etwas verwundert darüber, dass hier die prominenteste Frau, die man am Start hatte, ausgerechnet Mandy Moore war. Ich habe mich eher gefragt, wieso sie? Wir haben noch nicht mehr 2003. Aber dann habe ich ja erfahren, sie spielt die Hauptrolle in dieser Serie This Is Us und ist deswegen wohl wieder ein sehr relevanter Name. Ich kenne die Serien nicht sonderlich gut, von daher. Und ja, das sind die Darsteller, die in diesen kleinen Momenten alles rausreißen. Du hast dieses Zusammenspiel zum Beispiel von Patrick Wilson und Woody Harrelson, ja, wie die beiden erkennen, dass Washington da einfach falsche Entscheidungen trifft. Und es ist spannend, den beiden zuzusehen, wie sie da mit diesen anderen Funkern zusammenarbeiten, die Dechiffrierungsarbeit leisten und dann tatsächlich eben auch dazu beitragen, dass man sich auf Midway konzentriert. Und es ist dieses Human Interest, es ist das Agieren der Charaktere untereinander, dass diese Szene herausragt und diese Szene fast noch interessanter macht als das Schlachtengetümmel letztendlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Sinne positiv oder negativ zu bewerten ist. Also ich finde es schon eher, also es hilft dem Film halt, durch die Strecken zu kommen, wo eben nicht explodiert wird und geschossen wird. Weil wenn das auch nicht funktioniert hätte, hätte der Film halt so gar keine tragenden positiven Elemente gehabt. Und das hätte, also diese, du hattest ja schon angesprochen, diese fast 140 Minuten, die der Film ja auf dem Buckel hat. Es passiert halt eben nicht alles auf dem Kriegsfeld oder auf dem Meer. Ne? Es passiert halt eben auch viel drumherum und das gehört eben auch zu einer taktischen Kriegsführung dazu. Was mir noch recht gut gefallen hat, es gibt eine Szene im Film, dort sieht man einen Regisseur, wie er gerne den Kriegsschauplatz filmen möchte. Und dahingehend habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und tatsächlich handelt es sich dabei um den Regisseur John Ford. Einige werden den Namen sicherlich zuordnen können. Ja, John Ford, bekannt hauptsächlich für Western. Er hat sehr häufig mit John Wayne gedreht. Genau. Und tatsächlich hat sich das damals auch genauso abgespielt. John Ford wollte unbedingt den Angriff auf die Midway-Inseln filmen. Und für seinen Film The Battle of Midway hat er damals sogar den Oscar verliehen bekommen. Das war wirklich ein nettes Easter Egg. Vor allen Dingen, dass da ein Filmemacher so viel Furchtlosigkeit und man könnte eigentlich nicht anders sagen, Wahnsinn an den Tag legt, mehr als die Soldaten teilweise, und sich da mit seinem Kameramann mitten in das Gefecht stellt, das war wirklich witzig. Und er sagte mehrmals im Film, Mr. Ford, dieser Soldat, der die beiden da auf Midway rumgeführt hat. Ich habe mich dann gefragt, ist das John Ford? Und jetzt zu hören, dass das wirklich passiert ist, ist wirklich interessant. Da kann man vielleicht verweisen auf John Fords Schlacht um Midway. Jetzt hätte ich Lust, mir den auch anzusehen, ja. Und da auch wieder akkurat, im Film wird John Ford verletzt, an der linken Schulter. Und genau da wurde er damals auch wirklich verletzt. Fun Facts. Sehr interessant.
Gut, dann denke ich, können wir zu unseren Bewertungen kommen. Ich mache mal den Anfang. Ja, es ist, einerseits ist es ein ganz typischer Roland Emmerich-Film, andererseits ist es auch ein Film, wo er das Pathos der alten Tage zurückgeschraubt hat oder zumindest anders darstellt. Es werden weniger große Reden geschwungen, es passiert mehr in der Darstellung der Soldaten, dass das einfach alles super tolle Typen sind und das nun mal der Grund ist, warum die Amerikaner das Ding gewonnen haben. Also der Pathos kommt da anders zur Geltung. Ich würde aber sagen, weniger penetrant als früher. Das war schon, der Ton, der angeschlagen wurde, hat mir schon besser gefallen. Wenn der Film mich inszenatorisch auch nicht voll überzeugt hat, weil hier und da doch ein wenig die Intensität zu kurz kam und das Schlachtengetümmel hier und da auch etwas ermüdet hat. Aber durch die Darsteller, die das Ganze solide getragen haben und durch teilweise auch beeindruckende Bilder und auch durch interessante Einblicke in die Operation der amerikanischen Geheimdienste währenddessen, gebe ich 3 von 5 Punkten. Mein Fazit würde sich wahrscheinlich auf 3,5 von 5 Punkten einpendeln. Tatsächlich sehe ich es weniger aus diesem Roland Emmerich-Blickwinkel. Ich sehe es vor allem vergleichbar mit anderen Kriegsfilmen. Es gab bereits diverse Filme, die die Schlacht um Midway thematisiert haben. Einer davon ist der legendäre Tora, Tora, Tora aus den 70ern. Würde ich die Filme vergleichen, hätte eben jener wahrscheinlich klar die Nase vorn. Blicken wir allerdings auf Midway. Wie bereits mehrmals angesprochen, ich finde den Film historisch sehr akkurat umgesetzt. Da sind es vor allem die vielen kleinen Details, die mich gefreut haben, auch im Nachhinein. Die Action war für meinen Geschmack mehr oder weniger on point. Natürlich haben wir einige Schwachpunkte in der erzählerischen Struktur. Ich fand den Film marginal etwas zu lang. Ja, der Score, da hätte ich ehrlicherweise ein bisschen mehr erwartet. Also da fand ich, der war ein bisschen sehr im Hintergrund. Was mir allerdings sehr gefallen hat, ich empfand es als nicht zu patriotisch, allerdings mit dieser gehörigen, beziehungsweise mit dieser netten Portion Patriotismus, die für mich in Kriegsfilmen einfach dazugehört, weil wir Menschen sehen, die freiwillig oder teilweise unfreiwillig ihr Land verteidigen wollen und ihre Familien retten und verteidigen wollen. Deswegen gehört das meiner Meinung nach ein bisschen in Kriegsfilme da rein. Ansonsten, ich fand es in Ordnung, dass beide Seiten ordentlich dargestellt wurden, sowohl die Amerikaner als auch die Japaner, weil man dadurch einfach einen größeren Einblick bekommen hat in das Kriegsgeschehen von beiden Seiten. Am Ende kann der Film nicht mit den großen Kriegsfilmen mithalten, wie Der Soldat James Ryan oder auch die Serien wie Band of Brothers oder The Pacific. Aber für mich war es auf jeden Fall gute Unterhaltung und ich würde ihn mir wahrscheinlich wieder ansehen. Ich lande bei durchschnittlichen 2,5 Sternen, weil es mich tatsächlich von den Actionsequenzen nicht genügend mitgerissen hat, weil mir die schauspielerische Leistung der Leute zwar gefallen hat, das für mich aber die Balance irgendwie nicht mehr hergestellt hat. Also es ist dann ja doch der Fokus auf der Action und eben nicht auf den Szenen am Boden. Ich fand tatsächlich die Darstellung der japanischen Seite nicht so besonders fair. Da wird schon auch gezeigt, dass das ein Opfer ist, was das japanische Militär da liefert. Aber so ganz ist mir nicht klar geworden, warum da jetzt angegriffen worden ist. Und darum geht's irgendwann auch überhaupt nicht mehr, sondern es ist eigentlich eher so ein, ja, wie verteidigen sich jetzt die Amerikaner gegen die bösen Japaner? So, ich weiß, dass die Japaner im Zweiten Weltkrieg nicht die Guten waren. Darüber bin ich mir im Klaren. Das verschweigt der Film auch nicht. Aber ich hätte mir da einen halbwegs ausgeglichenen Fokus gewünscht. Also das ist auch noch so ein Punkt, weswegen ich dem Film da noch mal einen halben Punkt vielleicht abziehe, den ich ihm sonst gegeben hätte. Also auch dann die menschlichen Verluste auf der zivilen Seite, das ist komplett totgeschwiegen worden. Also es gab 2, 3 Explosionen in der Stadt in Tokio und dann war es das irgendwie der Fall. Ich weiß es nicht. Es ist so, dem Film
fehlt so ein bisschen das Außergewöhnliche. Ich glaube, dass das für Leute, die gerne in so Kriegsfilme reingehen und die gerne solche Luftschlachten sehen, dass das was sein kann, was da wirklich unterhält. Also es hat mich ja zwischendurch schon so an so diese klassischen Schwarz-Weiß-Kriegsfilme erinnert, wenn dann einer hinten im Flugzeug sitzt und das Maschinengewehr auspackt. So, ich glaube schon, dass Emmerich in der Lage ist, so dieses Flair des Zweiten Weltkrieges ganz gut einzufangen. Das ist mir schon positiv aufgefallen. Mich hat es halt über 2 Stunden nicht so in den Sitz gedrückt, wie es vielleicht von Emmerich beabsichtigt gewesen wäre. Und ich bin da doch mit einem sehr durchschnittlichen Gefühl rausgegangen. Also jetzt nicht unbedingt von meiner Seite aus eine klare Empfehlung. So ganz schlecht fand ich ihn aber jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, geht nicht rein. Also wie gesagt, wenn ihr da von meiner Seite aus Lust auf diese Art von Filmen habt, kann man sich den schon angucken. Okay, das trifft es so ziemlich gut. Wir alle sind da so in der Mitte. Ihr könnt euch ab dem 7. November ein eigenes Bild von Midway machen. Dann läuft er deutschlandweit in den Kinos. Das war's von unserer Seite. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Hier ist Eva und ich bespreche den Film heute mit René von Nerds Cave. Wir haben uns für euch den Film Niemandsland angeschaut und dazu hat René jetzt die Fakten. Genau, erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer. Genau, der Film Im Niemandsland startet am 7. November in den Kinos. Regie hat Florian Aigner geführt. Das war sein Spielfilmdebüt als Regisseur. Genauso wie einer der Hauptdarsteller, Ludwig Simon. Auch das war sein erster Film. Und sein weibliches Pendant ist Emily Neumeister. Sie hat bereits in mehreren deutschen Produktionen mitgespielt. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dem Genre Drama zuzuordnen. Und die Eva hat jetzt die Story für euch. Ja, genau. Und zwar denkt man vielleicht erstmal, ja gut, Liebesgeschichte, was soll da schiefgehen, West-Ost? Viele sind sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst oder bewusst gewesen. Jetzt haben wir ja den 30. Jahrestag und passend dazu geht es eben darum, was vielleicht solche Familien doch mit zu schultern hatten und dass es eben nicht alles nur Halligalli und schöne neue Welt war. Genau, also zum Beispiel die Familie von Katja will halt das Haus von der Familie Torbens haben und es zurückklagen, weil die Großeltern das ursprünglich gebaut hatten und denen es gehört hatte von Katjas Familie. Und so Fragen ergeben sich halt, was ist da jetzt rechtens, wem steht das Haus jetzt zu, denen, die es gebaut haben und oder eben dann nach dem Krieg, die es dann vielleicht irgendwie besetzt haben, weil es leer stand oder die es jetzt einfach übernommen haben, wiederum auch von ihren Großeltern und es auch schon als ihr Eigentum ansehen. Und noch so ein paar Geschichten, wie man eben geprägt ist oder war durch westliche oder andere Werte durch den Osten oder so. Genau, und dass da eben es doch einige Unterschiede gibt und da Welten aufeinanderprallen können und dass eben verschiedene Moralvorstellungen oder Wertevorstellungen gibt oder Vorurteile auch gegenüber den anderen. Das zeigt dieser Film und dass das eben alles auch gar nicht so leicht war. Genau, und ich fand auch, dass es da interessante Einblicke gab, weil der Film eben auch kurz nach der Wende spielt. Also man hat jetzt nicht wieder das klassische, wie komme ich über die Mauer zu meiner Liebe, sondern tatsächlich die Mauer, die ist schon offen. Und ich finde, der Film geht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig auf diese zum Teil tatsächlich Gewissensfragen der Menschen ein. Wie läuft das jetzt mit der D-Mark im Vergleich zu der Währung aus der DDR? Und ja, einfach diese Ungewissheit, die damals in der Republik zum Tragen kam. Was man auch oft vergisst eigentlich mittlerweile, ne? Oder was wirklich einfach dieses von heute auf morgen ist dann zum Beispiel die Währung nichts mehr wert und ja. Ja. Genau. Was ich auch gut fand, dass es eigentlich nicht so eine Perspektive, was jetzt richtig und falsch ist, gab, sondern man konnte eigentlich jeden nachvollziehen, also jeden mit seinen Entscheidungen oder Hintergründen,
es war jetzt überhaupt nicht moralisierend oder irgendwie gab es nicht eine Person, die die Moral mit goldenen Löffeln gefressen hat, sondern es war wirklich so verteilt, dass man auch mitdenkt und anfängt zu überlegen, ja, was würde ich tun oder einfach eine schwierige Situation. Also einfach das... Das Land hat ja quasi einen neuen Status quo erhalten. Zwei Welten treffen aufeinander. Ich denke mal, so kann man es ganz gut beschreiben. Und man ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Genau. Es gibt ja immer die Pro- und Contra-Fraktionen und in so einem Fall dann natürlich nochmal besonders. Ich fand, das ist jetzt auch wichtig, eigentlich gerade im Hinblick auf heute, wenn es ja das ganze rechtsnationale Denken wieder vermehrt irgendwie zutrifft und dass man sich einfach anschaut, ja, was hat aber auch das vielleicht mit verursacht oder was, wie wurden die Leute da auch mehr oder weniger, ja, wurden die nicht vielleicht auch verarscht oder kommen sie verarscht vor oder? Absolut. Also, dass man das einfach nachvollziehen kann, ja, da kriegst du irgendwie, weiß nicht, 100 Mark Begrüßungsgeld gab es ja, glaube ich, wenn man dann nach Westen reinkam und macht sich da riesen Hoffnungen und dann werden plötzlich Gesetze gekippt und Hausbesitzer enteignet oder ja, einfach so eine neue Besitzaufteilung und konfrontiert mit neuen, ja, mit dem kapitalistischen System halt und das Geld ist nichts mehr wert und irgendwie ist man nichts mehr oder hat das Gefühl, ja, hat man eigentlich auch noch was zu sagen oder so. Also ich fand das sehr, diese Hilflosigkeit echt absolut war und ja. Ja, und ich fand gerade in dem Bezug sind die Darsteller auch alle sehr glaubhaft gewesen. Also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt eigentlich den Eindruck, dass die Darsteller ja einfach ihre Rolle runterspielen. Ich fand sie auf jeden Fall alle sehr authentisch. Und gerade für die Kinder, also was heißt Kinder, die Teenager, die haben das relativ gut rübergebracht für meinen Geschmack. Wie fandst du das? Ja, also ich fand das Drehbuch war, glaube ich, da an den manchen Stellen ein bisschen überzogen. Manchmal war es mir überdramatisierend gespielt, aber nicht, weil da jetzt nicht Drama an sich hingepasst hätte, sondern einfach, das lag wirklich am Drehbuch. Also, dass es so ein bisschen abrupt oder überzogen gewirkt hat. Aber alles in allem fand ich es schon sehr gut gespielt. Vielleicht, wie gesagt, manchmal einfach ein bisschen unpassend. Aber jetzt auch zum Beispiel die Lisa Hagmeister, die hat mir in Systemsprenger als Mutter schon so gut gefallen. Und diese überforderte, weinerliche Mutter, das irgendwie liegt ihr das. Und ich fand sie auch hier wieder, also diese Zerbrechlichkeit und Hilflosigkeit, das kam wirklich auch wieder sehr gut rüber. Und auch die Youngsters haben das wirklich gut gemacht, ja. Auf alle Fälle. Was ich allerdings, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein bisschen zur Mitte hin hatte der Film für mich, für meinen Geschmack, ein klein wenig Leerlauf. Da ist er teilweise ein bisschen hin und her gedümpelt, aber ich fand so, gegen Ende hat er das dann relativ gut wieder ausgeglichen. Nö, habe ich jetzt gar nicht so. Ich fand halt immer dieses Hin und Her zwischen Doku, also wie man da so reingeworfen wird in die Fakten, die dann vielleicht auch damals dann den Neubürgern in Anführungszeichen um die Ohren geworfen wurden, das fand ich gut eingesetzt. Also wenn man immer so dachte, ja, jetzt und jetzt, also dann kamen wieder neue Fakten und neue Gegebenheiten, die das dann wieder belebt haben. Also so habe ich es empfunden, aber da musste man sich halt auch immer wieder drauf einstellen, dass jetzt aus dieser Liebesgeschichte raus und in diese, ja, in diese ganzen Gegebenheiten und Neuerungen, die einen da eben betroffen haben, wieder rein. Also das war so ein bisschen ein Umschalten, immer was dann notwendig war. Aber ja. Genau, nee, ich fand den eigentlich kompakt und gut und ja, die Länge ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Also nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja. Und auch einfach wichtig, halt auf diese Themen hinzuweisen, ohne jetzt zu bewerten. Also es ist ja, es gibt ja mehr oder weniger jetzt ein, ja, offenes Ende oder so nach so eine, man fühlt halt mit in dieser Überforderung, sich gegenseitig zu verstehen und nachzuvollziehen und damit umzugehen und Worte zu finden und jeder sucht die Schuld beim anderen, was ja bis heute so ein bisschen der Fall ist. Also, ja, das stimmt. Wer muss sich jetzt bei wem entschuldigen oder eigentlich niemand oder ja. Ist halt einfach die so, wie es halt gelaufen ist und keiner kann mehr oder weniger was dafür. Ja, also das fand ich ein echt ganz gutes Thema, wo man jetzt nicht alles vorserviert kriegt, sondern
mitdenken kann, wenn man Lust drauf hat. Ja. Jo. Was mir noch relativ gut gefallen hat, war tatsächlich der Soundtrack. Ja. Da waren ja viele authentische Songs, passend zur Zeit, damals von Udo Lindenberg und so weiter. Also das fand ich auf jeden Fall sehr schön umgesetzt. Hast du den Soundtrack gefunden oder die? Weil ich habe da vorhin noch gesucht, aber leider gibt's wenige Infos. Nee, danach gesucht habe ich ehrlicherweise noch nicht. Ich habe jetzt mehr Bezug auf die Songs im Film genommen. Mhm. Allerdings kann man ja mal die üblichen Kanäle absuchen, ob es ihn da vielleicht gibt. Also es hat mich halt ein bisschen erinnert an Tonsteine Scherben oder so von der Stimmung. Also so in Richtung so Bands. Und das fand ich sehr erfrischend. Das fand ich echt gut, dass man da gleich in diese Stimmung reingezogen wurde. Ja, es war halt Aufbau und keine Ahnung was. Es war halt nicht so diese Standard-Soundtrack-Kost, auf jeden was Fall. Ich sehr erfrischend empfunden habe. Sowieso nicht so ein standarddeutscher Film mit, weiß ich nicht, Till Schweiger und sonstigen, sondern ja. Hat mich echt auch gefreut, die Lisa Neumeister wiederzusehen und diese neue Schauspieler, also Emily Neumeister fand ich auch super. Da habe ich erst Lisa Hagemeister, genau. Hagemeister, Neumeister. Also die fand ich beide sehr schöne neue Köpfe so. Würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn wir die Gesichter in Zukunft ein bisschen häufiger sehen. In ja, deutschen Filmproduktionen. Ja, bisschen was Neues mal. Ja, sollen wir schon zur Bewertung kommen? Das können wir machen, gerne. Wie viele Punkte vergibst du denn? Ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich dem Film ja doch 4 Punkte geben. Weil er hat mich in den 92 Minuten wirklich gut unterhalten. Er hat mich zum Teil auch ein bisschen überrascht, einfach so vom Storyaufbau und allem. Und was mir nach dem Film in den Sinn kam, ich finde, der Titel ist tatsächlich sehr passend gewählt, weil erstmal, ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, betiteln die Filmfiguren diesen Streifen von der Mauer einfach selber als Niemandsland. Und ich finde, der Titel passt auch einfach zur Stimmung des Films. Eben weil, wie bereits angesprochen, das Land noch nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergeht nach der Wende und sich alle in so einem, ja, wie ich bereits sagte, in diesem neuen Status quo erstmal zurechtfinden müssen. Also da ist kreativ auf jeden Fall alles richtig gemacht worden. Und ja, die Darsteller fand ich sehr glaubhaft, der Soundtrack passt. Also allgemein die Atmosphäre hat mir sehr gut gefallen. Auch die kleineren Einspieler von Originalaufnahmen der damaligen Zeit, zum Teil vom Mauerfall, zum Teil von den Politikern, das hat mir sehr gut gefallen. Wie würdest du es sagen? Auch, also ich wäre jetzt auch bei 4 Punkten. Ich fand, wie gesagt, so ein, zwei Sachen ein bisschen überzogen gespielt von dem Sohn, also von dem Torben. Das lag aber sicherlich eher am Drehbuch. Und sonst fand ich es eben ganz cool, dass das nicht dieses typische Stasi-Gebäsche war, sondern einfach so ein Verständnis für die Menschen, was die für eine neue Situation da erwartet hat und dass das durchaus eine Überforderung mit sich bringen konnte und tat, auch in vielen Fällen. Und wirklich, ja, man fühlt sich einfach ein und wird sich vielleicht auch Sachen bewusst, deren man sich als Westler, also wenn man da jetzt noch so plump, jetzt einfach in dem Kontext halt mal das so benennt, ja, sich da vielleicht nicht so mit auseinandersetzen musste oder einfach nicht so diese Problematiken hatte. Ja. Das fand ich schon echt mal eine neue Sichtweise als dieses typische. Ja, also wie gesagt, also 4 Punkte und durchaus sehenswert. Absolut, dem kann ich nichts hinzufügen. Dann würde ich mich jetzt auch schon verabschieden. Genau, und den Film auf jeden Fall empfehlen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört, hier beim Tele-Stammtisch. Jetzt habe ich schon den ersten Wortdreher. Ich sitze hier zusammen, zumindest virtuell, mit dem Niklas. Ich bin Till und wir besprechen heute einen Film, der nennt sich 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist ein Film von Henning Beckhoff,
ein Regisseur, den man jetzt noch nicht unbedingt auf dem Zettel hat wahrscheinlich. Der hat unter anderem Filme gemacht. Ist ja noch relativ jung. Ne? Ja, genau. Offseason, Jahre. Das ist der erste von, der zweite von ihm. Der sonst hat er ein paar Kurzfilme gemacht. Mehr hat er noch gar nicht gemacht. Und in den Hauptrollen sind, das meiste sind Laienschauspieler tatsächlich. Den einzigen, den man kennen wird, ist vielleicht Peter Lohmeier. Ich musste das auch erstmal nachgucken. Und der hat unter anderem mitgespielt in Das Wunder von Bern, das Anfang 2000 rauskam, dürfte man, ein relativ bekannter deutscher Film. Und wo ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich ihn kenne. Und es ist Der kleine Vampir, falls dir das was sagt. Tatsache. Der kleine Vampir, genau, der Vater von dem Anton, daher kenne ich ihn zumindest aus meiner Kindheit. Das ist 100 Jahre her, ne? Mindestens. Der Film startet am 7.11. in den deutschen Kinos, geht 1 Stunde und 11 Minuten. Und die Handlung ist relativ kurz zusammenzufassen. Es geht um den jungen Johannes, der lebt auf dem Land und wünscht sich eigentlich nicht mehr als ein bisschen Aufmerksamkeit. Er wünscht sich cool zu sein, er möchte seinem Vater gefallen und vor allem auch seiner besten Freundin, und hat im Endeffekt, ist es ein kleines Coming-of-Age-Kurzdrama. Ja, genau, ich finde, das ist eigentlich echt, ja, so kann man es echt gut auf den Punkt bringen. Es ist ein kurzes Coming-of-Age-Drama. Johannes ist 15 Jahre alt, ne, ist ja für Jugendliche nicht immer das einfachste Alter, so auch für ihn. Erschwerend kommt halt hinzu, dass er auf dem Land lebt, was an sich ja erstmal keine Belastung sein muss, aber die Eltern sind offenbar getrennt. Er wohnt da mit seinem Vater und seinem älteren Bruder. Und finanziell ist die Lage wohl auch eher schwierig. Er wird in der Schule ein bisschen damit aufgezogen, dass er, also man könnte schon fast sagen gemobbt, dass er halt auf dem Land lebt. Er wirkt am Anfang so ein bisschen einfaches Gemüt, würde ich sagen. Ne? Also, ja, genau. Ich würde ihn jetzt nicht irgendwie runterwerten, aber merkt, er tut sich, glaube ich, in manchen Dingen schwer. Er kommt in der Schule nicht so klar. Man hat manchmal das Gefühl, dass sein Horizont nicht so weit reicht, was später so ein bisschen relativiert wird. Und er hat ja so ein Identitätsproblem auch, ne? Der Vater ist Jäger, er möchte das irgendwie auch werden, dann aber dann nicht, ne? Also ja, genau, er nimmt das so alles ein bisschen auf leichte Schulter, mal hier, mal da. Ja. Also er hat so ein bisschen rum. Und Liebe spielt ein Thema, ne? Seine Freundin, dann haben wir dann noch die Freundin seines Bruders. Oh ja, genau. Das später im Laufe des Filmes noch Konflikte. Er ist ein wenig vernachlässigt, ne? Sein Vater kann ihm nicht so wirklich gerecht werden. Er ist halt jemand, der mehr Aufmerksamkeit bräuchte, die aber nicht bekommt. Und ja, über ungefähr eine Stunde wird das Ganze dann erzählt und wir folgen ihm über so einen relativ kurzen Abschnitt, in dem wir halt so diesen Konflikt an allen möglichen Ecken und Enden mitbekommen. Und dann gibt es auch so ein paar andere Themen. Wir haben hier wieder Flüchtlingskrise mit drin. Das ist zwar kein Schwerpunkt im eigentlichen Sinne, aber es wird da auf jeden Fall mit in die Handlung eingebunden. Und ich meine, dann ist eine Stunde ja auch schon rum. Ja, genau. Und es zeigt mehr oder weniger so ein bisschen den Alltag von einem Jugendlichen, kann man so sagen. Genau. Der so ein bisschen sich mit sich selber struggelt. Man kann, also da eigentlich jeder, Leute, die jünger sind, werden diesen Film nicht gucken, gehe ich ganz stark von aus. Und jeder, der den sieht, wird es das so ein bisschen, auch wenn es hier wirklich ein bisschen, nicht überspitzt, nicht überzogen, aber schon sehr, sehr krass dargestellt wird, weil es ihm wirklich überhaupt nicht gut geht, einfach so ein bisschen nachvollziehen können. Man kann einfach irgendwie so ein bisschen connecten, auch wenn es so ein bisschen drüber ist von dem, was man da so sieht. Nicht jedem ging es so krass schlecht wie ihm, aber es ist halt, dieses Erwachsenwerden ist ein Thema, sich beweisen wollen ist ein Thema, sich als Mann fühlen, ganz klar, irgendwie seine Sexualität finden, es ist so ein bisschen die komplette, weiß ich nicht, die Tonleiter der Pubertät, würde ich das jetzt mal so ganz kunstvoll nennen, tatsächlich. Ja, ich denke, so das ist auch ein guter Begriff dafür. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das wohl auch eine persönliche Komponente des Regisseurs hat. Er ist ja wohl da auch aufgewachsen, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, das spielt in dem gleichen... Genau, dem gleichen, und möglicherweise gleichen hat das dann auch vielleicht so ein paar autobiografische Züge. Das würde ich jetzt nur mutmaßen, aber da der Mensch da aufgewachsen ist, würde es mich wundern, wenn er da nicht irgendwie den persönlichen Bezug mit eingebettet hat, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, was ich überraschend fand, ich habe das erst im Nachhinein gelesen, dass das alles Laiendarsteller sind. Ich finde nicht, dass man das merkt.
Ja, also genau, habe ich auch gelesen. Die sind in ihren Rollen, finde ich, alle unheimlich authentisch. Und ich könnte da keinem irgendwie unterschieben, ja, das hier ist jetzt ein Laiendarsteller und der hier nicht. Also es ist schon, finde ich, überraschend positiv. Muss man den Leuten auch wirklich Anerkennung zollen. Ich meine, da diese Menschen alle ja auch in einer ähnlichen Lebenslage gerade sind, wie sie sie darstellen, macht es das natürlich leichter. Aber nichtsdestotrotz, also ohne professionelle Erfahrung, so einen Film in der Weise authentisch zu spielen, ist schon, ja, kann man auch mal Respekt zollen. Ja, definitiv. Und der einzige, ich nenne es mal prominente Schauspieler, Peter Lohmey, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat das Ganze ohne Gage gemacht. Ah, oh, okay. Tatsächlich, der hat gar kein Geld dafür genommen, der hat einfach gesagt, hier, ich möchte die jungen Talente fördern. Es ist ein junger Regisseur, junge Schauspieler, wenn überhaupt Schauspieler halt, Laiendarsteller. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Also das ist ein Schauspieler, der ist irgendwie schon 20, 30 Jahre im Geschäft. Mhm. Ich hatte mal nachgeschaut, der hat wirklich, wirklich viel gemacht. Nicht alles kennt man, nicht alles ist gut, aber das ist ja erstmal so auch nicht wichtig. Muss man einfach so hervorheben, dass er einfach sagt, er gibt denen, die gerne Schauspieler werden wollen oder die einfach da mal reinschnuppern wollen, wie genau das jetzt vonstatten gegangen ist, weiß ich nicht. Aber mal eine Chance, ohne selber das Budget zu sprengen. Ja. Finde ich cool. Das ist wirklich eine gute Leistung. Schön. Ja, ich denke auch den Film, wen kann man dem empfehlen? Also, wie haben wir ihn selber gefunden vielleicht auch? Also, ich bin der Meinung, dass er schauspielerisch halt wirklich gelungen ist. Das passt schon. Die Geschichte an sich ist ja auch, ich sag mal Anführungszeichen, zeitlos. Coming of Age betrifft jede Person, jede Generation. Hier haben wir es eben irgendwo im Ruhrgebiet. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl in dem Film irgendwo, da passt was überhaupt nicht, ne? Er ist jetzt vielleicht nicht der emotionalste Film, also er setzt jetzt nicht auf enorme Schockmomente, auf dramatische Musik, auf den ganz großen, herzzerreißenden Plot-Twist. Ne? Das sind so Sachen, da bleibt er sehr, nicht neutral, aber ich würde sagen eher kühler im Vergleich zu anderen Filmen. Ja, so auf dem Boden geblieben, nicht dieses typische, hier passiert, dann ist der Trennungsschmerz, dann ist erstmal da das Drama und dann, keine Ahnung, streiten sich die Eltern alle 2 Minuten und so, das ist einfach, er ist sehr gut runtergebrochen auf die tatsächlichen Probleme. Genau. Ich denke, wobei, und da, was mir da noch auffällt, apropos Probleme, dieser Konflikt relativ am Ende im Badezimmer und dann davor zwischen den zwei Brüdern, den fand ich auch wirklich stark gespielt. Ja. Der stimmt. War wirklich, wirklich gut. Ja. Also da kann man im Film, finde ich, nichts ankreiden. Nee. Ob es ein Film ist, der in Erinnerung bleibt, finde ich schwierig. Ich muss sagen, er ist halt auch ein bisschen oberflächlich. Mhm. Aber wie gesagt, er hat auch eine Lauflänge von 1 Stunde. Und ich finde, die Themen, die der Regisseur vermutlich ansprechen wollte, die hat er da angesprochen. Ob man das jetzt noch alles intensiv oder sonst wie machen muss, kann, sollte, weiß ich nicht. Aber es ist, also wenn ich mir vor Augen führe, dass ich eigentlich keine Erwartungen an den Film gestellt habe, eine positive Überraschung. Ja, war es für mich auch, auf jeden Fall. Und wer, sage ich mal, einen kleinen deutschen Film anschauen möchte und sagt, mit dem Thema kann ich was anfangen, ich traue mich an deutsche Filme ran, der kann da ruhig mal, finde ich, einen Blick drauf werfen. Ja, das finde ich auch, vor allem, weil es ist ja einfach, Deutschland hat ja einfach das Problem, dass viele denken, Deutsche machen nur schlechte Filme, so, was ja so nicht ganz stimmt, aber da ist das ein gutes kleines Beispiel, dass man sich ruhig mal angucken kann. Ich denke auch. Man muss natürlich gucken, wo es läuft. Also ich kann mir vorstellen, dass der einen minimal kleinen Start hat. Ganz, ganz wenigen Kopien. Kunstkinos und sowas, da wird er sicherlich zu sehen sein, kann ich mir vorstellen. Das hat man natürlich nicht in jeder Stadt. Ne? Ich wohne jetzt hier im Rheinland, also in der Nähe von Düsseldorf und so. Da gibt es natürlich genug Möglichkeiten. Aber doch. Ich würde jetzt vielleicht keine 100 Kilometer dafür fahren. Das muss ich an der Stelle jetzt auch mal sagen. Ne? Aber nicht, wer die Möglichkeit unbedingt in der Nähe hat, der kann es durchaus mal wahrnehmen. Ja, finde ich auch. Ja. Und ich finde, genauso kurz wie der Film ist, lässt sich auch eigentlich gar nicht mehr so viel drüber sagen. Ich würde fast schon sagen, wir kommen zum kurzen Fazit und machen Feierabend, weil kurzer Film, kurze Kritik. Ja, ich denke auch. Oder? Also du möchtest? Du darfst. Ja, dann starte ich. Wie schon gesagt, ein Film, der mich positiv überrascht hat, bei einer Erwartung gen Null, weil ich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Es ist keine riesen aufgeblähte Story, was gut ist. Hätte ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, vielleicht 10, 15 Minuten mehr. Gute Laiendarsteller, ein guter Peter Lohmeyer. Und
Ich schwanke zwischen 6 von 10 und 7 von 10. Ich kann mich da tatsächlich nicht so festlegen. Ja, das finde ich auch schwierig. Also ich mache ja mittlerweile keine Punktevergaben mehr, auch wenn das den Andi nicht so gefällt, glaube ich. Aber um in diesem Telestammtisch-Schema zu bleiben, ich meine, wird ja immer 1 bis 5 Sterne vergeben. Oder ihr habt jetzt bei dir 1 bis 10. Ja, also ich würde sagen, gute 3 Sterne für das, was er überzeugend wirklich rüberbringt. Es ist jetzt kein Jahrhundertfilm, es ist ein einfach gehaltener Film, den kann man gut gucken. Und dann ist es gut. Man wird sich wahrscheinlich nicht 20 Jahre daran erinnert fühlen, wenn man nicht genau diese Story selber vielleicht im eigenen Leib erfahren hat. Und in diesem Sinne ist ein schönes Kapitel, kleiner deutscher Film. Und dabei hat es sich dann. Ja, das denke ich auch. Das sind doch schöne abschließende Worte. Damit haben wir es. Ja, dann danke fürs Zuhören. Das waren 5 Dinge, die ich nicht verstehe. Vielen Dank. Wir sind raus. Jo, einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.